Einige Geislinger Bürger waren am Mittwochabend in der Schlossparkhalle zusammengekommen. Der Grund war die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten, aus denen am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt wird. Zur Wahl stehen der aktuelle Amtsinhaber Oliver Schmid und ein noch eher unbekanntes Gesicht, Markus Robert Weinmann. Nachdem Schmid, der seit 2015 Bürgermeister in Geislingen ist, seine Argumente dargelegt hatte, war sein Herausforderer an der Reihe. Weinmann sprach sich unter anderem für Steuersenkungen und gegen den geplanten Flugplatz aus.